Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Kill Everything You Can mit Minjas und ein paar Freiwilligen. Oh, das klang eben gut. Der ist ja gerade runtergekommen und hat's gemacht. So. So fängt die Folge an, schon nicht mehr monetarisierungsfähig. Guten Morgen. Oh, sieht aber schön aus. So schaut es aus. Eine Wahl nach der anderen hier. Ah, wunderschön. Ja, gib ihm. Ah, Wunder. Das sind Screenshots. So, würde ich sagen, nicht lang schnacken, Koppe nacken und Gas, ne? Ja, ich würde auch sagen, warte mal. Nee, ich muss direkt los. Das wird nichts sonst. Ich muss zumindest meinen Kram anziehen. Bike, ja. Ich sag nur Hallo. Nee, nicht die Sonnenbrille anstatt Dings. So, habe ich schon Schuhe an? Ich brauche was zu trinken, ganz dringend. Ja, lass uns kurz auffüllen, dann gucken wir uns das Kaufhaus an in der finalen Folge. Da haben wir ja, glaube ich, schon in den ersten Folgen wurden uns schon Tipps gegeben, wir sollen doch mal zu denen und den Koordinaten fahren, weil es da ein fettes Kaufhaus gibt. Aber es ist natürlich auch so, wir wollen es ja auch selber entdecken, ne? Haben wir schon ein paar Du mal hast gesagt. Es entdeckt, ne? Letzte Folge, ja. Ja, bei der Rückreise praktisch, ja. Genau, nicht letzte Folge, letzte Session. So, ich werde jetzt mit der verschärften Bedingungen losgehen. Ich habe nämlich immer noch nicht neu gestartet. Ach komm, den ganzen Rotz, den scrap ich jetzt hier. Zigarre in die Essenskiste, passt. Ach, wir wollen sowieso nicht viel looten, aber nur gucken. Rein, ein bisschen töten, gucken. Ja, aber ich mach jetzt Müllkiste. Ja. Problem ist, ich sehe nichts. Also ich habe kein Fadenkreuz, wenn ich auf die Sachen fixiere. Das ist so ein bisschen... Achso, irgendwie, das ist irgendwie lustig, aber irgendwie auch traurig. Ich glaube, wir haben in der Waffenkiste keinen Platz mehr. Genauso wie in der Munition, Waffen... Ja, die ist voll, wir sind voll. Wir haben keinen Platz mehr. Gut, ich habe jetzt gerade überlegt, dass ich jetzt in Munition reinmülle. Müll mal. Achso, warte mal. Essen, trinken, irgendwie haben wir noch was. Wir sollten im Feuer müssen noch Fleisch liegen. Echt? Ja. Ah, 7, ja, nehme ich mal 3. Das reicht auch. Ich habe ein bisschen Golden Rod dabei, ein paar Schatzkarten, aber... Ich glaube, das ist jetzt nicht. Ich würde mich jetzt gerne ausmüllen, aber die Müllkiste ist auch voll. Fuck. Health and Armory Supply. Nicht schon wieder. Dann melde ich den. 1 blind. Fuck you. Wo haben wir denn den Rotten Kram drin? Das war bei. Organisch, oder? Bei Rotten Kram. Ach, stimmt, organisch. In der Rottenkiste. Genau. Ja, das war eigentlich eine gute Idee, eine Rottenkiste zu machen. Ja. Naja. Wir haben ein bisschen viel, ne? Klamotten. Haben wir noch Klamottenteil-Dings da so? Ja, letzte Nacht, also für euch gestern, ging es ja ordentlich ab, ne? War schon nett. Kann man schon sagen, ja. Aber insgesamt ist das Gameplay, also ihr wisst auf die Horde, wenn es jetzt wirklich alle 7 Tage ist, man muss sich jetzt mal überlegen, der Tag hat, glaube ich, 60 Minuten, das heißt, es sind mindestens mal 3 Folgen pro Tag, das heißt, es sind 21 Folgen, bis es zu einer Horde kommt. Das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Ja. Oder? Ja. Ja, das stimmt. Also das ist, mir persönlich ist es zu wenig. Also ich will dann doch lieber dauerhaft... Die letzte Horde war doch erst Weihnachten. Ist doch noch gar nicht so lange her. Naja, aber muss man sich überlegen, wann das war, ne? Also ja. Weihnachten. Nee, ich meine, insgesamt hätte ich schon ganz gerne ein bisschen mehr Schwierigkeit, auch wenn das bedeutet, dass wir wahrscheinlich 1000 Tote sterben. Aber ich finde es jetzt schon ein bisschen spannender. Also, weil du musst halt auch in Ravenhears musst du wirklich von musst du ordentlich kämpfen, dass du die Zombies überhaupt platt kriegst. Ja. Oh, das war nicht gut. Ja, sollten wir mal tun. Wir gucken uns mal an. Ja, machen wir dann mal ab morgen sozusagen für euch. Genau. So, können wir, Ich bin gespannt, was die Zuschauer zu sagen. Oh, den Rest ins Bike. Weil ihr spielt nicht so, wie ich es will. Nö, wir spielen so, wie wir wollen. Tun's ja auch leid. Du hast hier ist eine Zigarre in der Kiste. Hast du deine Zigarre nicht genommen? Doch, habe ich. Wir hatten irgendwie noch ein paar. Ach, wir hatten eine extra? Mhm. Okay. Studeldu. Warte mal, ich trinke mich ganz kurz mal. Sit. Und was wir auch zum Abschluss dieser Folge, Staffel machen können, ist einmal unter. Einmal unser Konstrukt zeigen von außen. So, einmal unter die Erde fliegen und. Wie das aussieht, was wir gebuddelt haben? The behind the scenes, genau. Okay. Bauteile, ist da auch Öl drin? Keine Ahnung. Ich will jetzt einfach mal hier rein. Habe ich ja noch nie gemacht. Komm, ist jetzt egal, bevor wir noch stundenlang aussortieren, das macht ja auch keinen Sinn. Dein Moped steht oben, ne? Ja. Dann fahre ich mal
So. So. Kurz die Tür zumachen, bevor hier was reinkommt. Du. Zombie. Hallo, Tante. Jojo. Oh. Habe ich die Wand geglitscht? Du fährst vor, ich fahr hinterher. Das lenkt sich anders, kann das sein? So, warte mal, ich hab, Moment. Du fährst durch den Boden. Echt? Ah. Jetzt, gut. Der Bike ist oben, du bist so bis zur Hüfte. Ah, jetzt so, bist du jetzt? Auf. Okay. Ja. Okay. Wir hatten ja... Nee, du hast es markiert. Ich hab den Wegpunkt nicht. Du hast den Wegpunkt markiert, als ich dir gesagt habe, ich bin jetzt da. Okay. Warte mal. Riesending hast du es genannt oder sowas. Südosten war das, ja. Südosten. Südwesten, Entschuldigung. Wir sind jetzt auf die Straße. Ach, ich hasse das, dass du auf dem Bike nicht mehr deine Map angucken kannst. Weißt du das? Ging das früher, ja? Das ging ja. Okay. Durch die Stadt durch und dann irgendwie da runter, so und dahin erstmal. Und dann da runter. Straße nach Hause, alles klar. Jo. Go. Ich freue mich auch irgendwie auf einen Neustart, auch wenn es schwierig werden. Alter, das war ein guter Sprung. Boing. Auch wenn es schwierig werden wird, aber ich habe irgendwie Bock, dass es auch mal richtig herausfordernd wird. Ich meine, sonst sind wir ja zu Pro. Ey, ja, meine Fuck, was ist denn los hier? Das fährt sich irgendwie ganz komisch, das Ding. Bist du betrunken? Nee, überhaupt nicht. Ich bin fast ins Wasser gefahren, weil Leck und gelenkt und ja. Weißt du? Ich weiß. Puh. Platsch. Ich hoffe, das war, ist das die richtige Straße hier? Weiß nicht. Ja. Und bist du rechts hoch? Nee, nee. Warum nicht? Wir erstmal der Straße folgen. Oh nein! What weiß happened? Nicht, ob ich hier rauskomme. Nein! Ey, was ist das? Wieso zur Hölle leckt das so bescheuert? Entschuldigung. Nein, also nein, nein, so. Nein. Ich bin hier in eine Grube gefallen, wo... Muss ich mein Moped abbauen? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich auch. Und zwar unter Wasser. Hoch. Du bist unter Wasser? Ja. Irgendwie lenkt sich das ganz seltsam. Ja? Du fährst und es lenkt und leckt und zack. Wasser. Aber wir haben es geschafft. Okay, wo ging es denn hier raus? Da vorne bist du irgendwo. Moment, ich muss Moped zusammenbauen. Ach Mist. Das zählt nur wieder auf. Wir haben nicht genügend Zeit. Das stimmt. Na, jetzt. Setz auf. Jetzt. Da runter. Ja, genau. Oh. Ja. So. Von wo kommt er geflogen? Moment. Du wirst mich erwarten können. Kleiner Moment. Hab ich jetzt alles? Ja. Okay. Ich komme. Dich. Oh, das war fast mein Tod. Wurde schon ganz weiß. Bin da. Hast du zufällig was zum Verbinden dabei? Ich hab vielleicht ein paar Pillen. Dann nehme ich. Die du so gerne magst. Ja, ich könnte auch ohne. Ja, ja, ja. Map nicht, nein, da, wo warst du? Eine habe ich sogar. Guck mal. Eine ist ja keine, ne? Ach doch. Oh, ich habe auch noch eine Bandage, aber nur eine. Nee, die hebe ich mir auf, bevor ich irgendwo verblute. Heb die mal auf, ja. Was? Moment, habe ich die Pille jetzt nicht genommen? Ah, jetzt. Okay. Habe ich schon gewundert, dass ich nicht dehydriere. Ah. Oh, es regnet. Oh, nö. Ach nö, nicht nur ein Regentag zum Abschluss der Folge, ja. Oh, regnet's? Ja, das ist die Trauer. Trauer, ach. Oh ja, jetzt. Das Spiel weint, ist aber leise. Ich höre gar nichts. Ich höre gar nichts vom Regen. Du? Jetzt ist er wieder vorbei. Ist er wieder da? Was zur Hölle? So, müssen wir nochmal kicken. Ich fahre genau drauf zu. Ah, jetzt wieder schön. Jetzt fängt es wieder an. Warte. Was zur Hölle?
Jetzt wird es schön. Was? Voll das Aprilwetter. Oh, ja. Ihr habt mich verklickt. Was sind das? Ne, OBS. Irgendwie hatte ich die Szene gewechselt aus Versehen. Okay. Jetzt. Okay. Du solltest echt auch eine zweite Aufnahmesoftware nehmen. Ja. Besser wäre das. Oh, was ist das für eine Straße hier? Nicht schon wieder. Oh, voll gegen das Auto. Ich habe auch voll die FPS gerade hier. Mal 73, da mal 53. Hallo, Fremder. Interessant. Ich hab die gar nicht an. Hast du die immer an? Ja, oder ich hab die, ja, hab ich immer. Okay. Nee, nicht im Spiel, ich hab das über Steam Overlay habe ich das aktiviert. Ah, alles klar. Nein! Wie das denn? Bin erschossen worden, vom Bike runter. Was? Hier ist einer, der hat mich weggerotzt, vom Bike runter. Hier ist ein Bandit oder sowas. Nee. Ja. Pass auf, das war ein One-Hit-Wonder. Ich bin schon in der China-Stadt, aber... Oh mein Gott. Müssen eigentlich noch genug Teile zum Bike da sein? Oh mein Gott. Hoffe ich, glaube ich. Oder sollen wir jetzt einfach sagen, kommen die letzten 10 Minuten in dieser Folge. Rache ist Erdbeergrütze. Nee. Wir fliegen hin. Wir fliegen unter die Base. Eine Rakete hätte ich halt gern gesehen. Eine Saturn-Rakete. Naja gut, es gibt ja auch einige Props in dem im anderen, ne? Was wollen wir die Base jetzt von außen zeigen in den letzten Minuten? Ja, aber das Kaufhaus dem, ich bin ja jetzt bei dem Kaufhaus. Achso, gut, warte, dann komme ich zu dir, komm. Machen wir ausnahmsweise mal ja. Debug. So, in welche Richtung bist du? Da bist du. Müsste aber erstmal meinen Kram holen, wobei es ganz schönes Risiko. Ich könnte ja mal einen Godmode anmachen, ne? Godmode. Genau, oh, was ist das hier? Ich hole mal ganz kurz meinen Rucksack. A, B, C, D, E, F, G. Das komplette Alphabet hier, aha. Blöd Arsch, schießt er mich mitten auf den Weg? Parkgaragen, machen fertig. Ich muss erstmal nur an, da ist es. Alrighty, it's party time. Ja, hier ist einer, der ballert dringend auf mich, aber er schießt mich nicht, weil ich... Hier ist ein Gangster, ups. Der hat mich erschossen, obwohl ich einen Godmode doch angehabt. Hat der schon wieder erwischt? Ja. Kannst du das mal regeln, bitte? Ja, warte sofort. Ich hab den Godmode angehabt. Wieso hat er mich getötet? Was ist das für eine Abschlussfolge? Das ist ein völliges Chaos. Komm ich auch irgendwie nicht mehr bewegen, nachdem ich gesprungen bin. Das ist ein Lauf, wie es angefangen hat. Naja. Ich hab gerade einen Lauf. Warte. Nimm schwere Geschütze mit. Zack, zack, alle tot. So. Was ein Arsch. Er schießt mich gleich zweimal. Where are you then? Ich hole mir mal ganz kurz. Geh mal in die Nähe von dem. Wieso kann ich mich nicht mehr so schnell nach vorwärts bewegen? Das geht doch mit Shift normalerweise, oder? Ja, eigentlich schon. Das geht aber nicht mehr. Irgendwas ist kaputt. Manchmal mal ist das buggy. Wo hat er dich gekillt? Warte, ich gebe dir mal eine Richtung. Ja, spring gleich einfach in die Nähe und dann fliegen wir zusammen hin. Okay, kann ich machen. Jetzt. Wenn wir schon im Gottmode gekillt werden. So, und unter die Erde. Wo ist er? Weißt du, wo der ist? Nein, der stand hier irgendwo. Warte mal, wo ist denn mein Rucksack? Da oben. Da hinten irgendwo. Mehr in diese Richtung. Du. Irgendwo muss hier mein Minibike die Straße hochstehen. Okay. Ich bin noch ein gutes Stück entfernt. Warst du das? Mein Rucksack ist, wann man das. Da schießt jemand, hörst du ihn? Ja. Kill him. Who the fuck are you? Ein Gangster. Das sind die NPCs, die böse sind. Geil. Guck dir mal den Mantel an, den Rucksack. Ja, sie ist tot. Okay. Drei Öl und einen blöden. Wieso bin ich denn so weit entfernt von meinem Rucksack? Das verstehe ich nicht. Ach, ich bin ein gutes Stück nach oben. Ah, hier ist er noch. Hier ist er. Komm zu mir, schnell. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Schnell, zu mir. Die Straße hoch. Ich will nicht nochmal sterben. Bist du gesprungen? Ach, du bist gesprungen. Ja, ich springe. Komm, hilf mir. Ja, bin da. Da bist du. Töte ihn. Direkt am Wegesrand, neben mir. Ja, ich sehe ihn. Alter, stirb. Hast du? Yes. Und Hund.
danke. Ich bin Gott. Bubis! Oh, nö! Was denn, Bubis? Nö, die war total blank. Echt? Yes, aber ich kann sie auch nicht looten. So. Habt ihr mir eine eingeschwenkt? Das gibt's doch gar nicht. So, auf zum Riesendingsbums. Ja, auf zum Riesendingsbums. Ach Gott. Okay, mach mal einen Rundflug. Boah, ist das groß. Das ist nicht mein Moped. Das ist ja deins, oder? Meins steht hier rum. Nee, deins ist, müsste das sein. Aber das ist voll. Der Sprit ist voll auf einmal. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich bin südlich von dir. Ach, südlich, sehe dich. Ziemlich weit südlich. Wieso ist das Moped jetzt voll? Weiß ich nicht. Ich bin hier hingesprungen. Spring doch einfach hin. Just jump here. Muss ich am Moped stehen? Na gut, lass ich mal Moped stehen. Geil. Ich komme. Bin da. Oh. Also, hier unter dir ist die Bibliotheka. Guck mal rein. Ach du Scheiße, was ein. Das ist ein dicker Kopf. Wo bist du? Da drüben? Nee, unten drin, unter dir. Komm schon hier rein. Explodieren, Diggi. Der explodiert, da komm, lass uns platzen, oder? Achtung! Oh, der hat aber nicht viel kaputt gemacht. Okay, was auch immer das hier mal war. Es wimmelt hier von Viechern. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Das ist aber auch gerade gut. Nein, oh, was jetzt? Konsole? Ja, aber ging wieder weg. Heilige Escape Scheiße. Was ist denn das mit der Bibliothek runterkommen? Das ist ja eine Abschlussfolge. Mal, Tod, Gangster. Guck mal hier, das ist der Wahnsinn. Moment, ich habe keine Map. Jetzt nicht. Ach du Scheiße. Ja, okay, hätten wir das Ding jetzt normal gelootet, dann wäre eh aus gewesen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Das war ich. Komm mal her. Ich muss dir was zeigen. Dir werden die Augen abfallen. Ausfallen. Oh nein, ich habe mal eine Waffe fallen lassen. Also, weißt du, ich glaube ganz ehrlich, wir müssten, also nachreden, wir müssten nochmal wiederkommen. Oh fuck. Ich werde geschlagen. Meine Waffe liegt da unten. Was mache ich jetzt? Bist du nicht Gott? Nee, der macht den Gottmod bei mir nicht an. Okay. Auch nicht über Escape? Da ist Gottmod an. Okay. Aber den kannst du auch nicht? Doch, den kann ich, aber... Dann komm mal kurz her. Warte. To me? Ah, jetzt. Okay, alles klar. Ist hier was los, ey? Ah, Tankstelle! Boom, komm! Willst du, dass das Ding hochgeht? Ja, klar. Ich kann irgendwie nicht schnell fliegen, das ist mein Problem. Guck mal hier rein. Ins Konsortium. Ja. Moment, Collision. Ne, Collision ist an. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Bist du drin? Was ist denn? Ja, ich bin da. Guck dir das mal an. Geh mal in so eine. Oh, da ist ein dicker Kopf, aber guck dir mal so eine Kiste an, was da drin ist. Da schnallst du ab. Ja, aber das ist ja. Das ist ultra. Also das ist, und vor allem dahinter ist noch mehr. Hier sind noch Baukisten, auf dem Dach ist noch viel los. Essenskisten. Guck dir das an. Ey. Oh, es ruckelt auch so ein bisschen, ne? Ich glaube, wir müssen noch ein paar Zombies. Ja, so ganz leicht. Wieder Konsole. Oh, Konsole, ja. Nein. Ist das nicht ein perfekter Cliffhanger für eventuell nächste Staffel? Oder irgendwann nochmal War of the Walkers auf jeden Fall. Weil hier normal reingehen, ich glaube, da hast du... Das ist Endgame. Oh, da ist irgendwas hochgegangen. Ja, aber der Kopf. Also was hier an Kisten ist. Ja, das ist echt übel. Okay, also das ist der heilige Gral von Seven Days to Die, wenn ihr alles haben wollt. Boah, was ist denn hier los? Hier sind auch voll die Zombies dazwischen. Monster. Mäßig. Viele. Bitte? Ich hätte gerne, dass es knallt. Will sie Tank hochjagen oder was? Ja. Und irgendwie geht's nicht. Ist ja schade, können wir es nicht mehr looten. Alter, was ist denn hier hast los? Hast du den Garten gesehen hier? Bei mir ruckelt's gerade mit 10 FPS. Ja. Okay, wir haben es einmal kurz gesehen, einmal kurz reingepiekt. Ich schieb jetzt mal nach oben und zeig mal den Komplex von oben. Ja. Also das Ding ist riesengroß. Der Kater. Nein! Warte mal kurz. Aus.
Der frisst gerade meinen Popschutz. Entschuldigt bitte, liebe Zuschauer. Echt? Ja, ja. Also nicht mal Popschutz, die Akustikschaumstoff. Okay. Boah, was ein Abschluss, würde ich sagen, für diese Staffel. Aber War of the Walkers. Ja, aber noch nicht ganz. Wieso? Was ist noch? Ich hüpfe jetzt noch einmal kurz nach Hause. Oh, ist alles zugeschneit. Du willst noch zeigen, was mit unserem unterirdischen... Genau, was wir eigentlich hier so gebastelt haben. Alles klar, machen wir. Was, als wir angekommen sind. Oh, wo ist dein Home? Da oben ist romantische Musik anspielen. Also das Gebäude ist ja wirklich... Es schneit. Das ist krass, ja. Nee, jetzt hat's aufgehört. So, warte mal, ich flieg mal hier hin, dann müssen wir uns eigentlich gut sehen können. Ja. So, die Grube, die Mine. Ich kann mich nicht vor und zurück bewegen mit Geschwindigkeit, ne? Okay. Mit Shift geht nichts vor und zurück. Komischerweise. Ja, so schaut's aus von außen. Wo bist denn du jetzt? Da bist du. Unter der Erde. Ich zeig mal, wie hübsch das ist. Guck mal, was wir hier gebuddelt haben. Ah, ich sehe dich da vorne, ja. Ja, hier sieht man auch die Gänge, die Verzweigung, ne, wo die lang gingen. Guck mal, die Pyramide unten, wo es weggebrochen ist, da ist noch ein bisschen Platz nach oben. Also wir haben echt gedacht, wir stoßen da gleich oben durch. Ah ja, hier, stimmt. Ja. So weit ist es gar nicht hochgegangen, ne? Ja. Das sind schon ein paar Blöcke, aber... Ja, man hat ja gedacht, dass uns gleich die Basis wegbricht, aber ich glaube, bis das zur Basis gekommen wäre, sieht schon interessant aus, auf jeden Fall. Ja, und wir haben die Grube... Ach, guck mal hier. Da haben sich durchgefressen, die Hunde. Vom Nachbarhaus. Vom Nachbarhaus, gell? Ja, ja. Da haben wir ja mal den Hund in der Wand gehört in einer der Aufnahmen, ja. Sieht schon krass aus. Wieso kann ich mich denn nicht bewegen? Ich verstehe das nicht. So. So, jetzt. Sieht irgendwie krass aus, ne? Schon. Ja. Ich glaube, ich nehme jetzt hier so eine Bodenaufnahme von unserer Basis. Ja, mach das und dann komm noch einmal kurz hoch. Was hast du denn vor? Zum Ende der Folge noch mal kurz so. Alter. Du wolltest doch mal einen Bär sehen, oder? Hey ho, Teddybär. Du hast mal die großen Bären gespawnt, ne? Flauschi. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen, gucken wir mal, warte mal. Du willst jetzt nicht alles zerstören, wir haben keine Sicherung, ne? Nein, 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 wir zerstören gar nichts. Okay, guck mal. Alles klar. Zombies gegen Bären? Ja. Ah. Also sogar Zombie-Bären dabei. Ja. Oder sind die jetzt einfach infiziert? Nee, nee, das sind einmal Zombie-Bären, einmal normale. Ah. Guck mal, wie schön sie die Zombies, die Dinge platt machen. So, jetzt würzen wir das Ganze noch mit ein wenig. Was nehmen wir denn? Schlange? Ja, eine Schlange. Ein paar Hirsche, ein paar Hunde. Was Riesendinger, oder? Die sind schon krass, ja. NPCs beendet, Michael und bla bla. Hoffentlich ballern die jetzt. Ne, sie hauen, okay. Oh, ein bisschen PvE-Action hier. Ja, ich würde sagen, schöne Bilder zum Abschluss dieser Staffel von War of the Walkers. Ja, und ob wir die alle töten werden, das seht ihr vielleicht in der nächsten. Das ist der Cliffhanger. Genau. Ich mache alle platt hier. Meckert da jemand? Ja, ja, dann meckert. Komm, lass doch einmal über die Grube gehen. Was, über die Grube willst du ziehen? Dann mach mal aus. Das Problem ist, ich bin so super langsam. Hui, tschüss, Teddys. Ja, die sind nicht. Oh, die sind nicht direkt tot. Oder? Sie bitzeln noch ein bisschen. Ja. Ja. Guck mal, wir laufen so ganz gemütlich rum. Ja. Schön, dann... Ja, hoffe ich mal, dass wir unsere Grube nicht zerstören. Nee, das machen die nicht. Ja. Das werden sie nicht tun. Ja, dann würde ich sagen... Ja. Last Famous Words. Last Famous Words hat uns sehr viel Spaß gemacht. Schön war's als Hashtag. Ja, hat Spaß gemacht. Also tolle Mod, wir haben noch längst nicht alles gesehen und jetzt gucken wir uns einfach mal die nächste Mod an. Genau. Du kennst ja schon ein bisschen, ich bin noch komplett jungfräulich, was das angeht. Das ist gut. Und da werden wir uns dann am Sonntag mal drauf stürzen. Genau, sehen wir uns morgen. Die Ravenhurst. Genau. Mach's gut, bis dahin. Macht's gut, ciao. Tschüss.